Hallo Freunde und willkommen zurück hier auf Tropico und El Presidente heißt euch auch willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sollen den Cocktail näher nahe der Botschaft bauen, da sind wir schon dran. Die Arbeitszufriedenheit hochsetzen, da sind wir auch dran. Ein Krankenhaus haben wir noch nicht, aber wir haben hier, bauen wir gerade ein Forschungslabor, das wir umsonst bekommen haben, natürlich. Und wir sollen Kirchen abreißen, oh mein Gott. Das wird hart. Ich meine, viele Obdachlose sehe ich gerade. Ein Krankenhaus bauen. Das könnten wir doch eigentlich machen. Jetzt, wo das Geld so übermäßig fließt. Da brauchen wir auch gar nicht groß forschen. Das kaufen wir einfach so, die Blaupause. Und schauen mal, wo wir das hinklatschen können. Hier vielleicht Platz? Nein, hier ist kein Platz. Vielleicht ist hier Platz. Was ist denn hier los? Ja, alles gut. Da ist die Klinik, ne? Bauen wir direkt daneben das Krankenhaus. Finde ich super. Wir sollen noch Stahl exportieren und wir unsere Verfassung ändern. Aber das sollen wir erstmal zu atheistischer Staat. Okay. Ja, dann reißen wir mal die Gebäude ab. Hier, leider. Tut mir leid. Ihr müsst leider weichen. Und wo haben wir noch ein religiöses Gebäude? Ich glaube hier. Ja, eine Kapelle. Das wird hart jetzt. Okay, Atheist. Okay, Verordnung. Wir ändern die Verordnung. Nein, nicht die Verordnung. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort ist Borscht. Wir haben 20 Borscht. Sekunden ab jetzt. Mir ist nicht gestattet, Ihnen für die Unterstützung zu danken. Mir ist auch nicht gestattet, Ihre Unterstützung anzuerkennen. Mir ist jedoch gestattet, dieses Gespräch zu beenden. Okay, alles klar. Was wollen wir? Wir nehmen Schweizer Bankkonto. Mal schöne Dinge beim Broker holen. Haben wir da irgendwas? Ruf bei den Religiösen zum Beispiel wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Nachdem wir jetzt ihre Kirchen abgerissen haben. Schauen wir in Alma noch. Na, ja, die Umweltschützer sind gerade. Sind gerade das größere Problem. Die Verordnung. Nein, die. Ach Gott, jetzt ist es schon wieder, ne? Verordnung? Nein. Forschung? Die Verfassung wollten wir ändern, so sieht es nämlich aus. Und zwar Kirche und Staat. Erhöhte Effizienz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Hoppala. Um 50% deaktiviert Religionsgebäude. Bürger neigen weniger dazu, ihre politischen Ansichten an religiöse Fraktionen zu orientieren. Ja, das ist doch super. So, machen wir. Es ist getan, Präsident. Richtig. Alle religiösen Gebäude wurden zerstört. Oh ja. Es herrscht eine eigenartige Stille unter den Menschen. Das glaube ich. Sogar unter denen, die Religion ablehnen. Ja, unter den Genossen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Manche begrüßen die Partei und glauben, dass alle profitieren werden. Ich hingegen habe Zweifel an einem System, das nicht mit den Arbeitern spricht, bevor es die Welt für sie verbessert. Ich hatte gerade einen produktiven Ideenaustausch mit dem Kommissar höchstpersönlich. Er hat seine Ideen vorgestellt und ich habe wimmernd genickt. Oh je, als nächstes sollen wir die Banken zerstören. Ah, in meiner Jugend hätte ich mich auf die Gelegenheit gestürzt, die Festen des Kapitalismus in die Luft zu sprengen. Aber es scheint, als hätte die Partei das Geld bereits entfernt. Das Geld des Volkes. Präsidente, Sie sehen gut aus. Vielleicht ist es erholsamer, Befehle zu erhalten, anstatt Befehle zu erteilen? Ja, wir können es ja mal annehmen. Eine hohe Effizienz, okay. Wir sollen eine Bank einreißen. gut, wir reißen die Bank ein. So, so. Ich komme nicht oft genug vorbei, Genosse Präsidente. Aber Kuznetsov ist talentiert. Und ich bin ein beschäftigter Mann. Und wir sind schließlich keine Freunde. Nein, natürlich nicht. Ein Paradebeispiel, Präsident. Es ist offensichtlich, dass es hier in Tropico eine kleine Anzahl sehr reicher Leute gibt und das darf nicht sein. Die Partei bevorzugt eine große Anzahl armer Leute. Also besteuern Sie bitte Reichtum und vergessen Sie nicht, die Partei hat immer recht. Das Senken des Budgets von Arbeitsplätzen verringert die Löhne der Angestellten. Ja, dann nehmen wir das mal an. Und führen die Vermögenssteuer ein.
Mein Gott, heute geht's Schlag auf Schlag. Nicht Steuersenkung. Haben wir das hier schon hier, oder? Nein, ist das hier noch? Die Vermögenssteuer. Ich bin wahrscheinlich hier. Hier aus irgendeinem Grund scheint es anderen Nationen nicht zu gelingen, die Reichsten der Reichen zu besteuern. Tropico könnte eine Stange Geld machen, indem es eine Steuer erhebt, die nur die reichsten Bürger betrifft. Das würde eine kostenlose Aufbesserung der Staatskasse bedeuten. Der einzige Nachteil wäre der brennende Hass der Kapitalisten. Die Kommunisten würden das sicher ziemlich lustig finden. Jo, dann erfreuen wir die doch. Die Partei ist relativ gerecht, Präsident. Wohlstand sollte geteilt werden. Ja, wie ich weiß, habt ihr eure eigene Methode, um Wohlstand zu teilen. Ich bin hier wegen den Gerüchten über eine Art Volksheldpräsident. Dieser sogenannte Spitzel scheint die Partei bekämpfen zu wollen. Ich werde größte Anstrengungen bei der Suche nach Aufständischen unternehmen. Deshalb sollte sich der Spitzel besser nicht im Palast verstecken, Präsidente. Präsidente. Die Partei sagt mir, dass Gerechtigkeit nur dann möglich ist, wenn alle Menschen gleichermaßen unglücklich sind. Habe ich irgendetwas verpasst? Oh Gott, sie soll alles abreißen? Echt jetzt? Alle meine schönen Häuschen, die ich hier so schön aufgebaut habe. Luxuswillen. Nochmal eine Luxusvilla. Oh Gott, ist das traurig. Nochmal eine. Was? Wie viel Bestände gibt es hier, wenn die allerdings weiter auf diesen Leute mit Moral und Ethik sind über Italien? Aha. Wir machen das hier. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Ja, wir holen uns natürlich den Ruf. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Häuser abreißen? Okay, Häuser abreißen. So viele schöne Häuser gebaut, Leute. Wollt mal klingeln, um bei Ihnen hier das Haus abzureißen. Danke. So, noch eins. Ein Haus hätten wir noch. Wo ist das letzte Haus? Oh mein Gott. Wo versteckt sich es? Oh Gott, ich kann das Haus nicht finden. Es war gut mit Ihnen geschehen. Ja, danke. Jetzt gerade überhaupt gar nicht mein Problem. Wir machen jetzt mal hier Pause. Haus. Du musst doch hier irgendwo ein Haus haben. Baracken? Also jetzt geht's los. So, jetzt schauen wir hier. Unterhaltung, Wohngebäude, Haus. Da ist das Haus. Da hat sich's versteckt. Natürlich neben meiner Uni. Sie sind bei meinen Freunden nicht sonderlich beliebt, Präsidente. Sie sagen, Geld sei das einzige Grün, an dem sie interessiert sind. Ich soll Gummi herstellen? Naja, gut. So, Landhäuser soll ich auch noch einreißen. Okay. Das sind diese hier, ne? Davon habe ich ja nur drei. Die Luxusvillen sind zerstört, Präsident. Oh Gott. Gut, gut, die Partei hat recht. Aha. Aber was ist bloß los mit dieser Welt? Präsident, habt ihr schon vom Spitzel gehört? Man munkelt, jemand innerhalb der Partei plant ihren Untergang. Ich weiß nicht, warum man so etwas tun sollte, aber klingt das nicht unterhaltsam? Präsident, ich glaube, dass ich in einem früheren Leben ein Spion gewesen bin. Haben Sie Genossin Kuznetsov gesehen, Präsident? Wir sollten uns hier wegen eines Gegenplans treffen, aber sie ist nicht da. Aha. Nein, nennt sie Freudenbauten. Sie sind sehr räumeffizient, aber wohnen sie dann gewissenschaftliche Anordnung, Toiletten gleich, aber kein Genosse sollte isoliert leben. Mietskasernen bauen.
gut. Alles, was ihr sagt. Jetzt kann ich, also das ist dann einfach. Nee, das sind ja Gebäude, ne? Mietskasernen. Das hier sind Mietskasernen. Ich kann auch keine Landhäuser mehr bauen. Okay, jetzt können wir nur noch Mietskasernen bauen. Na, dann bauen wir doch. Wie kann ich eigentlich? Kann ich eigentlich mit. Ja, mit Shift. Okay. Brauche ich nicht hier. So, 4 Mietskasernen. Wunderschön. So, die Taverneneffizienz. Das ist ja eine. Wie kriege ich denn eigentlich eine Effizienz von einer Taverne nach oben? Das ist doch mal eine gute Frage. Wenn ich zum Beispiel hier. Wo ist denn hier eine Taverne? Nein, das ist das Restaurant. Das ist Arzt. Mein Gott, das will ja nicht mal bauen wollen die mehr. Wir können ein bisschen Geld von denen haben. Guck mal, die mögen uns wirklich. Verbessert die Beziehung 10. Diese Aktion hat eine Abkühlzeit. Aha. Wir könnten von denen Unterstützung fordern. Vom Ostblock, weil die lieben uns ja sowieso. Und dafür von die hier mal loben einfach. Und zack, schon können wir von denen auch Unterstützung holen. Wenn wir das möchten. So, wir bauen 4 Mietskasernen. Naja, dann mal los. Bin mir da nicht so sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hier hat, was wir da machen. Naja. Auf jeden Fall. Schauen wir mal in den Almer nach. Oh mein Gott, also die hassen uns. Die Religiösen geht eigentlich, ne? Die finden uns immer noch okay, aber es sind ja immer noch wahnsinnig viele. Wir haben relativ viele Kommunisten, aber auch noch viel ich zu wenig. Ich wusste, dass sie das Richtige tun würden. Irgendwann. Ja, gib mir einen Ruf. Gib mir den Ruf. Ich glaube, das verwerfen wir jetzt einfach mal. Habe ich jetzt gerade keine Ahnung. So, Arbeiterzufriedenheit, ja. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas verbessern könnten. Was könnte man hier? Motor erhöht die Effizienz, das Gebäude benötigt Strom. Okay. Baumschule. Auch ein Auswahl. Zum Auswahl. Aha. Okay, geben wir dem mal eine Kettensäge. Das machen wir hier auch mal. Was gibt's denn da zu tun? Beim Kokosernter. Die Feinde der Freiheit sind überall. Selbst dort, wo sie nicht sind. So gefährlich sind sie. Oh, Buck Scott. Wir müssen vorsichtig sein. Der Kommunismus ist überall. Die haben Hollywood übernommen. Die kontrollieren die Banken. Verdammt, das ist sogar etwas rot in rot, weiß und blau. Selbst die Flagge hat sich gegen uns gewandt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Schließen Sie den Überfall, sabotieren Ostblock ab. Okay. Die Behausungen sind gebaut. Bezüglich Genossin Kuznetsov, sie hat die Kontrolle verloren, Präsidente. Ich weiß, dass sie ein Geheimnis hat. Ich wüsste nur zu gerne, was es ist. Vielleicht sollte ich den Spitzel nach ein paar Infos fragen, wenn ich nur wüsste, wer es ist. Das ist ein so gerissener Spion, dass er es vielleicht selbst nicht weiß. Ein so geschickter Spion, dass er vielleicht nicht einmal existiert. Aber jemand muss sich der Partei entgegenstellen. Präsidente, die Partei hat das perfekte kommunistische Fahrzeug entwickelt. Gott. Es ist in die Autos für alle. Stilvollen Bestönen erhältlich.
Okay, es ist so eng, gefährlich und schwierig zu fahren, dass Automobile Unparteilichkeit für jeden garantiert. Bitte erlassen Sie die Gesetze, um dieses Vehikel unter der Arbeit zu bringen. Verkehrsmittel mal Population ist gleich Partei. Nun, wo ist Genossin Kuznetsov, Präsidente? Wenn sie nicht hier ist, muss ich ihre kleine Insel besuchen, was nicht richtig wäre. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab da es gab einige Möglichkeiten. Gar nichts kein... Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Das hört sich super an. Wir nehmen aber erstmal das hier. Das hier? Oh, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Eine Image-Kampagne. Ja, lass uns doch mal eine Image-Kampagne machen. Okay, wir sollen... Was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sie würde verkümmern wie ein Muskel, den man nicht einsetzt. Steuersenkung. Das guckt man... Nein, das gucken wir uns nachher mal an. Wir wollen 4 Parkdecks bauen. Also noch 3 in dem Fall. Eine Parkdeck haben wir ja schon. Ja, mal hier. Ja. Hier eins hin. Hier. Und hier geht auch noch eins, ja. Super. Erlassen Sie Steuersenkung. Ja, schauen wir uns das mal an hier. Ob ich mir das gerade leisten kann hier, weil das ist ja sowieso schon. Steuersenkung. Steuersenkung? Nein. Hier sehe ich keine Steuersenkung. Sehe ich hier eine Steuersenkung? Hier steht. Verbessert die Zustimmung aller Bürger. Die Verordnung kostet 5 pro arbeitenden Bürger. Die Verordnung hat eine Abkühlzeit von 5 Jahren. Das heißt, das erlasse ich einmal. Wer sich mit jedermann gutstellen will, sollte die Steuer. Okay, machen wir mal. So, und dann kühlt sich das wieder ab, richtig? Fertig? Wund? Ja, fertig. Ja, komm. Mehr so abschließen. Ja. Welt dankt Ihnen. Ja, bitte, kein Problem. Dafür bin ich doch da. Bin doch zu jedem hier super, mega freundlich. So, wir brauchen, glaube ich, mehr als Parkdecks, oder? Mein Gott, sicheres Laden. Ich glaube, ich würde noch mal so ein Transportbüro bauen. Hier vielleicht? Oh, guck mal, hier passt es genau hin. Ich habe mein erstes Krankenhaus. Guckt mal. Ist das nicht schön? Und da hinten stinkt es in den Fabriken rum. So, was brauchen wir noch? Autos für alle. Achso, ja, stimmt, da war ja noch was. Autos für alle. Die Armen beschweren sich, dass sie sich kein Automobil leisten können. Ja, kein Problem, wir machen das. Genosse Präsidente, die Arbeiter 4 Kontrollpunkte kostenlos. Wohin sie wollen. Mit 12 Kilometern pro Stunde. Sie werden nicht weit kommen. Aha. Schicken Sie so, wer ist sie untergetaucht, um Spitzel aufzustöbern? Oder vielleicht hat sie sich mit dem Geld des Volkes sein Vermögen angeeignet und sich am bequemen Gulag niedergelassen. Es ist mir egal. Ich will, dass sie zurückkommt. Ich habe mit General Rodriguez gekämpft, Präsidente. Ich habe ihm eine blutige Nase verpasst und damit seine hübsche Uniform ruiniert. Auch wenn Rot durchaus passend ist. Es hat alles angefangen, als ich ihn über die Auflösung seiner Eliteeinheit informierte. Ich bin mir sicher, dass sie sich darum kümmern werden. Ich bin nervös. Seit Genossin Kuznetsov verschwunden ist, Präsidente, wurden sie von der Partei liquidiert? Eine Kommandogarnison. Entschuldigen Sie, dass mein übliches Lächeln auf dem Kopf steht. Ich bin heute Rainy Flowers. Bei dem ganzen Smog in der Luft hat... Alles klar. Eine Müllhalde kriegen wir noch hin. Können wir da gleich eine Müllhalde bauen?
Wie wäre das denn hier, oder? Seilbahn, U-Bahn, Atom, Bus, bla 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 blub blub. Wo finde ich denn? Gibt es hier eigentlich keine Suche oder so? Wo finde ich denn hier eine Müllhalde? Naja, und bei der Unterhaltung wohl kaum. Da, guck mal, eine Müllhalde. Ja dann, lasst uns doch eine Müllhalde bauen. Die Müllhalde. Wo bauen wir den denn hin? Hier oben hin? Bauen wir jetzt einfach da hin. Müllhalde, okay. Gummi herstellen, Kommandogarnison. Wo haben wir die denn? Die haben wir hier hingebaut. Das ist die, oder? Nee, das ist vor. Da haben wir das. Mein Großvater sagte immer, wenn du Limonade machen willst, brauchst du eine Plantage und reichlich Wanderarbeiter. Ein einfacher Mann aus einer einfacheren Zeit. Aber er hatte nicht ganz Unrecht. Und er hatte ein Gewehr, genau wie Sie, Präsidente. Lassen Sie uns ein paar Zitronen auspressen. Haben Sie diesem Fossil zugehört? Er denkt immer noch, dass das Proletariat eine Ware ist, die man kauft und verkauft wie Hähnchenflügel. Tropicos Arbeiter haben genug durchgemacht. Helfen Sie ihnen, Präsidente. Was soll ich denn tun? Also eigentlich Minusruf. Ich soll Möbel herstellen. Ja gut, Möbel herstellen. Der Kommissar war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, aber nicht im unbewaffneten Kampf. Faust plus Gesicht, gleich keine Partei mehr. Ich nehme an, Sie haben von Anfang an gewusst, dass ich der Spitze bin. Wir müssen uns vor ambitionierten, skrupellosen Anführern vorsehen. Oh, Präsident, ich hatte vergessen, mit wem ich hier spreche. Naja, ohne Ihr Oberhaupt sollte die Partei eingehen und ich werde mich an einen Ihrer exzellenten Strände zur Ruhe setzen. Präsident, Sie haben wohl von meinem Kampf mit den lokalen Parteiabgeordneten gehört. Er hat meine Nase blutig geschlagen, ja, aber er hat geweint, Also habe ich gewonnen. Aber ich habe meine geliebte Kommandogarnison verloren. Das hat aber keine ernsthaften Konsequenzen. Wir haben nur ein Dutzend hervorragend ausgebildeter, gewissenloser Killer gleichzeitig in die Gesellschaft entlassen. Trotzdem empfehle ich eine Ersatzeinrichtung nur für den Fall. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Spionageakademie. Präsidente, es ist soweit. Der Spitzel hat letzte Nacht zugeschlagen und den Parteikommissar ausgeschaltet. Okay, besitzen Sie Mediengebäude 3, also 5, 3 habe ich. Zeitung, Radiosender, Fernsehstation, erreichen Sie eine deutliche Freiheitszufriedenheit. Na gut, dann legen wir mal los. Was haben wir denn hier? Medien. Haben wir einen Radiosender? Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Ja, einen Radiosender haben wir. Ich habe auch eine Zeitung. Ich glaube, Zeitungen habe ich ja sogar zwei, dachte ich. Ich habe nur keinen Fernsehsender. Gibt es hier Fernsehstation? Guck mal an. Ja, sollte noch reichen. Kriegen wir irgendwie hin? Ja, guck mal hier mal. Oh, schade, es passt dann nicht hin. Ist hier? Ja. Dann bauen wir hier die Fernsehstation erst einmal hin. Und dann brauchen wir ja nochmal ein Mediengebäude. Und ich glaube, wir bauen dann nochmal einen Radiosender. Und zwar hier hin. Irgendwo. Geht das hier irgendwo? Nee. Da ist zu eng. Ich glaube, hier wäre auch okay, wenn es gehen würde. Tut's aber nicht. Wir können auch hier. Nee, das ist doof. Ich möchte den hier haben. So. Gut. Was sollen wir noch machen? Eine Möbel herstellen. Spionageakademie. Müllhalde. Oh mein Gott. Eine Spionageakademie. Habe ich denn keine? Nee, aber die werde ich jetzt auch nicht bauen. Nein, nein, nein. Wir wollen das hier. Das hier wollen wir fertig machen, ja. Danke für die Müllhalde, Präsidente. Bitte, kein Problem.
So, was hatten wir? Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Beruf der Kapitalisten? Ja, er geht gerade nicht. Mehr Schweizer Geld haben wir nicht. So, und jetzt müssen wir ja die Freiheit sozusagen dann steigern. Und das erreichen wir durch offener Geist, oder? Verringert die Freiheit. Das verringert alles die Freiheit hier. Ich möchte aber ja die Freiheit erhöhen. Kanal 1. Senkt die Freiheit. Okay. Die Feinde der Freiheit sind überall. Ja. Selbst dort, wo sie nicht sind. So gefährlich sind sie. Ja, ist okay. So, und wir sollen eine Freiheit, die Freiheit erhöhen. Präsident. Ja. Lieben Sie es? Ja, doch, ich liebe es. Und dann werden wir beim nächsten Mal mal schauen, dass wir die Freiheit erhöhen, würde ich sagen. Dass wir ein freies Volk haben. Nicht wahr? Stimmt für El Presidente. Abonniert El Presidente. Bis zum nächsten Mal und tschüss.